Top 10 Fakten über Bruce Lee. Fakt Nummer 1. Seine Eltern nannten ihn nicht Bruce, sie zog es vor, ihn Saifon zu nennen. Kleines Wunder, den weiblichen Namen, den die Eltern gewählt haben, absichtlich glauben, dass böse Geister sie mögen es nicht, wenn Jungen in der Familie sind. Der erstgeborene Junge starb im Kindesalter, also glaubten sie, der weibliche Name wird die Dämonen täuschen können und ihn am Leben zu halten. Ist eigentlich Name Bruce wurde ihm von einer Krankenschwestern-Krankenhaus in Jackson Street in Stadt San Francisco gegeben, wo er zu dieser Zeit geboren wurde, reiste Vater von Bruce als Teil des Theatersgruppe. Die Krankenschwester dachte, wenn sie geben Kind Englisch Name, dies wird helfen, vermeiden sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung amerikanische Geburtsurkunde. Bruce war von Geburt an Amerikaner und hatte nie einen anderen Staatsbürgerschaft. Fakt Nummer 2. Teilweise Bruce Lee war ein Deutscher. Er war nicht von reiner Rasse Chinesen und deutsches Blut, sein Großvater auf der ganzen Linie und Mutter war halbdeutsch. Fakt Nummer 3. Bruce Lee hat keinen einzigen Kampf verloren. Tatsächlich verlor er nur die Schlacht einmal in seinem Leben, als er 13 Jahre alt war. Diese Niederlage drängte ihn dazu, Kampfkunst von einem Meister Wing lernen. Schon von anderen Schülern erfuhren, dass Bruce nicht reinrassige Chinesen ist, forderten sie, damit er aufhört zu trainieren. Der Lehrer musste sich um ihn individuell kümmern. Fakt Nummer 4. Nach Absolvierung der Grundschule wurde Lee mit 12 Jahren in Hongkong auf einer renommierten katholischen Knabenschule, dem La Salle College in Kowloon, zugelassen. Als Jugendlicher wurde Bruce Lee, wie so viele andere junge Chinesen damals in Hongkong, von englischen Mitschülern unfreundlich behandelt und verspottet. Fakt Nummer 5. Er verbesserte seine Fähigkeiten durch hartes körperliches Training und war so zu enormen Leistungen fähig. Er besiegte zum Beispiel in einer Schulboxmeisterschaft seinen englischen Kontrahenten. Als begnadeter Tänzer gewann er 1958 die Scharmeisterschaft in Hongkong. Die flinken Bewegungen dieses Tanzstils sollten später zu einem seiner Markenzeichen werden. Fakt Nummer 6. Im März 1961 immatrikulierte er sich an der University of Washington und begann dort ein Schauspielstudium. Später kamen noch Philosophie, Psychologie und andere Fächer hinzu. Er unterrichtete später Kampfkunst, brach ab und eröffnete seine eigene Schule. Fakt Nummer 7. Ende 1963 kehrte Lee nach Seattle zurück und dann nach Oakland. Zunächst im Hause von James William Lee wohnten. Bruce Lee und James, ebenfalls ein leidenschaftlicher Kampfkünstler, lernten sich durch gemeinsame Bekannte kennen und wurden schnell unzertrennliche Freunde. Lee hatte großes Vertrauen in James und setzte ihn in seinem zweiten Juni-Fengung-Fu-Institute in Oakland als seinen Assistenztrainer ein. Fakt Nummer 8. Im Jahr 1964 folgte Bruce Lee der Einladung von Ed Parker, dem sogenannten Vater des amerikanischen Kenpo-Karate, bei den ersten internationalen Karate-Meisterschaften in Long Beach, Kalifornien. Das bis dato in der westlichen Welt noch völlig unbekannte Kung-Fu zu demonstrieren. Der sogenannte One-Inch-Punch, den Lee während dieser Demonstration dem erstaunten Fachpublikum vorführte, wurde zu einem seiner berühmtesten Markenzeichen. Aus einer sehr kurzen Entfernung führte er einen Fauststoß aus, der den Gegner nach hinten fallen ließ. Die Vorführung wurde von vielen Menschen, sowohl vor Ort als auch am Fernsehbildschirm, verfolgt. Alle haben von Lees Fähigkeiten und Anziehungskraft auf das Publikum berichtete. Dozier war von der Bühnenpräsenz Bruce Lees ebenfalls sehr angetan und lud ihn umgehend zu Probeaufnahmen nach Los Angeles ein, die zu beiderseitiger Zufriedenheit verliefen. Weil die Batman-Serie seiner Greenway Production Company überaus erfolgreich angelaufen war, entschied sich Dozier jedoch, der Produktion einer weiteren, ebenfalls auf einer Comicfigur basierenden Fernsehserie zu geben.
Fakt Nummer 9. Bruce Lee gegen Chuck Norris. Wer gewonnen hat? Hier ist die Kampfszene von Bruce Lee und Chuck Norris aus Rückkehr des Drachen. Schau, wie Bruce bewegt sich schnell, obwohl es offensichtlich ist, dass Zoll Schlag nicht gehen und Saldana Kaka und hinter dem Zentimeter auf seiner Brust, das würde den Schlag leicht mildern und die auffälligste Fakt. Fakt Nummer 10. Bruce Lees Leiche wurde in seiner letzten Film gefilmt, Bruce Lees Frieden plötzlich während der Dreharbeiten, Spiele des Todes und was das Studio macht. Schreibe das Drehbuch so um, dass der Held Bruce simuliert seinen eigenen Tod, das sich vor den Mafia-Verwendungen zu verstecken.